Weil wenn... Aber ich weiß nicht, ob einer nicht reicht für uns beide. Ah! Hast du mir gerade den Rücken geschossen? Nein. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Wolkenoids, der absolute Wahnsinn. Und Wolkenoids hat jetzt einen Koop-Modus und heute spiele ich deshalb gemeinsam im Koop mit Ari. Hallöchen. Und ja, du siehst genauso aus wie ich. Wir haben schon festgestellt, das ist hier Angriff der Klonkrieger. Definitiv. Und du siehst ein bisschen aus wie so ein russischer Koch irgendwie. Wie einer, der so ein bisschen die Suppe zubereitet für den Abend. Selber. Oh Gott, dein Arm ist durchsichtig. Alter, du bist durchsichtig, ich kann dir nicht rein. Oh, dein Auge. Ich habe gerade mir dein Auge angeguckt. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott, das fängt schon wieder richtig gut an. Genau, ich rede mal mit dem Captain, glaube ich. Kann man in den Captain auch reingucken? Nee, in den Captain kann ich komischerweise nicht reingucken. Der will hier, dass wir einen Drillship-Kern bauen und Dinge besorgen dafür. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Kupfererz abbauen, Kohle abbauen, scavengen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Genau, was ist Vulcanoids? Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Wenn euch das interessiert, ich habe das schon mal gespielt tatsächlich. Das ist ein Early Access Spiel. Die Playlist ist rechts oben in der Ecke entsprechend verlinkt auf YouTube. Und hier geht es halt darum, in so einer Steampunk-Welt ein mobiles Bohrfahrzeug erstmal zu konstruieren und dann aufzurüsten, in den Erdkern vorzudringen und dort Maschinen zu zerstören, die dafür sorgen, dass dieser Vulkan da hinten ausbricht. Ja, und dieser Vulkan ist halt, das müssen wir halt verhindern, dass der ausbricht. Sozusagen. Und da haben wir jetzt halt immer zwischen den Ausbrüchen oben so einen Timer, der abläuft. Und wenn der Timer abgelaufen ist, dann bricht der Vulkan aus und dann dürfen wir nicht an der Oberfläche sein, weil da wird die Oberfläche nämlich komplett verwüstet. Ja, diese schönen Bäume hier und die kleinen Häuser und Kühe, die werden dann, die fallen dann um. So. Und dann, das dürfen wir, da dürfen wir nicht an der Oberfläche sein, dann werden wir nämlich weggefegt. Wo bist du gerade? Ich muss mal gerade schauen, dass wir vielleicht... Im Hügel hoch. Ah, da, genau. Lass uns mal da gemeinsam hingehen auf jeden Fall. Du? Ach, da. Genau. Man sieht den Namen nur, wenn man in der Nähe ist, ne? Ich glaube schon, der Name ist sehr klein. Ich glaube aber nicht, dass man das UI scalen kann tatsächlich. Das ist ein bisschen. Er hebt sich auch nicht stark von der Umgebung ab. Ja, hängt ein bisschen davon ab, wo man gerade steht, ne? So ein bisschen. Ist ein bisschen schwierig. So, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, denn jetzt müssen wir nämlich hier so ein bisschen so ein Zeug ja, erobern. Denn es ist hier nämlich so eine Art. Also die Feinde sind quasi so Roboter. Da kommen sie schon. Dann, oh Gott, ich bin runtergerutscht! Er schießt auf mich. Möglichst auf den Kopf schießen. Das ist ihre schwache Stelle. Plonk hat's gemacht. Herrlich. Genau, diese Roboter sind die Feinde, die hier nämlich diese Maschinen aufgebaut haben, um die es halt geht, die halt den Vulkan zum Ausbrechen bringen. Und die müssen wir... Ich hab ihn! Genau, und die müssen wir halt besiegen. Oh, links von mir ist noch irgendwo einer da. Links? Ja, da. Genau, im Feld. Haben wir eigentlich unendlich Munition für die Pistole? Warte, ich glaube mal nicht, aber man kann die looten. 15, 20. Ich habe noch 35 Schuss. Wo siehst du das? Im Inventar mit I kannst du das Inventar aufmachen. Ja. Wie hast du die gelootet? Einfach mit E. Ach ja, stimmt, genau. Die hatten ein Inventar immer. Also nicht immer, aber... Was müssen wir abbauen? Das hier, ne? Nee. Ich habe Scrap Metal genommen. Oh. Und jetzt bin ich ein Scrap Mechanic. Ich wollte diesen super Witz, den wollte ich jetzt nochmal machen. Wir hatten nämlich schon mal gerade eine Testaufnahme gemacht, da hatte die Aufnahme nicht funktioniert. Und da habe ich schon diesen tollen Witz gebracht mit dem Scrap Mechanic. Den wollte ich jetzt unbedingt nochmal machen. Weil er so gut ist, dass man ihn unbedingt nochmal machen muss. Rückkehr zum U-Boot. Verwenden Sie für die Produktionssysteme des U-Boots. Oh, da kommen wieder Bots. Bots! Ja. Auf den Kopf. Sehr gut. Was sind das eigentlich? Also, was tun die hier eigentlich? Die sind Invasoren. Die kommen halt von irgendwo her und, ja. Wer hat die gebaut? Weiß ich nicht. Andere Roboter? Na, ich weiß, wer es war. Spielbär in Scrap Mechanic war das. Captain Convert. Wollen wir gehen, bevor die nächsten spawnen? Ja, genau. Wir haben auch nur noch 10 Minuten, bis der Vulkan ausbricht. Okay. Es hakt ab und zu mal ein bisschen, aber ich glaube, das sind die Saves. Der saved alle 5 Minuten. Mein Rechner hat aber die Angewohnheit, bei Autosaves in Spielen auch mal gerne die Grätsche zu machen. Das heißt, aua,
Wir müssen mal schauen, wenn das jetzt hier öfter abstürzt nach einem Save, dann ist es definitiv mein Rechner, der schuld ist. Alter, ich... Lauf, lauf, lauf. Wir werden schon wieder verfolgt. Ja. Alter, die spawnen viel häufiger als früher. Okay, ich hab ihn. Sehr gut. Wie viel Munition hast du noch? Ich weiß nicht so genau. Ich habe noch 25 Schuss. Revolver-Muni, 28. Okay, gut. Eine Runde können wir wahrscheinlich dann noch machen. Ich habe aber ganz viele Verbandskästen dafür. Ich frag mich, ob man die auch mit dem Schraubenschlüssel oder mit der Spitzhacke platt kriegt, wenn man keine Munition mehr hat. Weil irgendwie muss man sich ja wehren können, wenn man keine Muni mehr hat. Bestimmt, aber ich weiß nicht, ob wir an die ranlaufen wollen. Ja. Weil sie scheinen nicht so schnell zu schießen. Die sind ganz schön träge. Ach, es ist auch doch schon wieder so lange her. Es ist ein Jahr her, seit ich das letzte Mal gespielt habe, ne? So, was müssen wir jetzt machen? Warte mal. Produce Intel. Intel hat hier was damit zu tun. Stufe 1. Give items to Singleplayer. You can use nearby chests. Required items. Zerstörtes Produktionsmodul Stufe 1. Kann das sein, was? Dass du ein Bauteil hast, vielleicht, was ich brauche? Hier ist eine Kiste. Was brauchst du denn? Pack mal alles rein, was wir laut Aufgabe jetzt brauchen. Also dieses Produktionsmodul Stufe 1, Kohle. Obwohl, Kohle habe ich selber. Kupfer braucht man, glaube ich. Ja. Da hast du Kupfer. Genau, also einer von uns muss die Sachen dann haben quasi. Achso, dann nimm mal. Und ich muss dann quasi die Quest abschließen. Du könntest es aber theoretisch auch abschließen. Keine verfügbaren Quests. Okay. Warte mal. You can use. Du musst ihn hier drinnen machen, oder? In dem. Ich kann da nichts machen. Doch links. Produce. Intel Production Stufe 1. Ah, okay. Na, wenn du das machen kannst. Nee, kann ich nicht, aber du musst es. Ich habe nicht die Items. Moment. Intel Stufe 1. Ein zerstörtes Produktionsmodul Stufe 1 fehlt uns noch. Zerstört ist da. Ja, ich hab was. Ich hab was. Sehr gut. Hey, du hast sogar zwei. Krass. Ja, da war mehr als eins. Genau, jetzt kann ich's machen. Kann das sein, dass wir uns dann vielleicht sogar beide so ein Schiff, so ein Bohrschiff machen können? So ein Riesenbohrer? Das wäre ja cool. Weil wenn... Aber ich weiß nicht, ob einer nicht reicht für uns beide. Hast du mir gerade den Rücken geschossen? Nein. Oh, das macht voll Schaden. Du hast mir, glaube ich, die Hälfte von meiner Lebensleiste gerade abgezogen. Oder? Ich habe jetzt nicht richtig geguckt. Was hatte ich denn zuletzt? Ich glaube, ich verbinde mich mal. Warte mal, erstmal das Teil rausnehmen. Ah ja, Gegenstand nehmen. Und jetzt, give items to the Kupferbarren, Drillship Kern bauen. Intel, Raffinerie, oder? Schematic. Upgrade Produktion. Ich muss jetzt mal wieder klarkommen, ey. Ich muss erst mal wieder zurechtkommen. Nee, warte mal, das ist nicht das. Das ist woanders wahrscheinlich. Also wir haben, was haben wir eigentlich? Wir haben hier zwei Kisten, richtig? Eine rote und eine grüne. Mhm. Ah, hier dann muss haben ich das wir machen. Die, das? Die Symbole sind leider ein bisschen klein vom UI, muss ich sagen, weil, Was brauchst du? Kupferrohre? Kupferbarren brauche ich. Das? Refinery Worktable? Genau, also... Kupferbarren kannst du hier in dem Ding herstellen. Mhm. Ah ja. Ich, Welche Kupferbarren baust du? Kohle brauchen wir. Es gibt zwei Kupferbarren. Ja, eine macht fünfmal und eine macht, glaube ich, einzeln. Ja, nee, aber guck mal, die heißen beide Kupferbarren. Also die Barren und das rechts heißt auch Kupferbarren. Okay. Ich habe mal drüber, neben dem Schwefelzeug. Das nennt sich auch Kupferbarren. Ach so, ja, das ist aber, das ist, glaube ich, eher Kupferscrap. Ich glaube, die deutsche Übersetzung ist einfach nicht so gut. Die ist ein bisschen fehlerhaft. Auf Englisch spielen. Ich hatte es, glaube ich, auch auf Deutsch gespielt damals. Okay. Es ist nicht so schlimm. Also man kann es halbwegs... Ich muss nur erstmal wieder mit dem UI klarkommen. Ey, das UI ist ja gerade ein bisschen das größere Problem. Kupferbarren, einen brauche ich. Fünf habe ich eigentlich gemacht gerade. Also ich habe sie nicht rausgenommen wahrscheinlich.
Ja, ich muss die Gegenstände nehmen. Jetzt geht's. Haha, ich habe den Drillship-Kern gemacht. Quest abgeschlossen. Gut gemacht. Lassen Sie uns nun den Kern sinnvoll einsetzen, sagt er. Okay, jetzt muss ich wieder mit dem Captain reden. Kann man eigentlich den Captain erschießen? Das sollte ich vielleicht nicht probieren. Drillship beanspruchen. Wir haben einen Notruf von einem schwer beschädigten Drillship erhalten, das bald in der Nähe unseres Standortes auftauchen wird. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil und beanspruchen Sie das Drillship für sich. Alles klar, das U-Boot verlassen. Wir haben noch 4 Minuten. Ja, komm, Mut zum Risiko. Zur Not sehen wir halt mal eine Eruption aus nächster Nähe. Oh, war ja. Oh, das, weit weg. Das ist 100 Meter weg, Alter. Lauf! Ja. Run, Forest. Das ist übrigens die Renngeschwindigkeit. Ach, was soll schon passieren, wenn wir halt sterben? Dann sterben wir halt mal. Und solange die Items dann nicht kaputt gehen, ist alles gut. Dabei haben. Ja, wir haben ja eh noch nicht so viel, ne? Ich denke mal, wir spawnen ja, dann wieder. Ja, aber ohne Waffe ist doof. Okay, ja, das stimmt. Oh Gott, das hat Löcher. Wir müssen es claimen. Hast du es schon geclaimt? Ja, du musst es claimen. Ich habe den Drillship nicht. Ah, jetzt. Quest abgeschlossen. Funkkontakt. Kontaktieren Sie den Captain. Was, was? Wir werden angegriffen. War. Da. Ich muss auch die Quest annehmen. Ah! Oh! Oh, oh. Oh Gott, da steht noch einer links. Schnell looten, schnell looten. Mach du den Captain, ich loote, du Captain. Okay. Ich hab den Captain schon, ich hab's schon angenommen. Ah! Drillschiff reparieren. Wenn sich das Bohrschiff, was? Das ging zu schnell, Moment. Was brauchen wir? Kupferschrauben brauchen wir? Du musst es nehmen aus der Mitte. Ah. Oh Gott, das ist voll viel. Ich hab alles. Was? Equip Spitzhacke bei Pressing 2. Ihnen fehlt Kohle, bauen Sie Kohle in der Nähe ab. Ah! Ich gehe Kohle abbauen. Was soll ich machen? Ich weiß nicht. Moment. Wo ist denn Kohle? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwo. Hier hinten, hier hinten. Ich habe eine Markierung. Ich renne da jetzt hin. Ich bin noch 50 Meter weg. Siehst du die Markierung auch? Ich bin zu einer anderen gelaufen. Achso, okay. Ist das Kohle? Ist egal, wir brauchen... Ja, ist dasselbe. Okay, geh zurück. Egal, ich habe was. Ich habe auch was. 20 Stück brauchen wir. Ist es überhaupt. Sind da überhaupt 20 drin in einem Note? Place Items. Oh Gott. 2 Minuten noch. Ja. Das kriegen wir nie gefixt, bis der Vulkan ausbricht. Oh, er grollt schon. Was muss ich denn da platzieren eigentlich? Welche Items? Kohle? Kohle? Okay. Kohle, sicher? Öffnen Sie das Menü der Werkbank. Hier? Öffnen wir. Wählen Sie den Tab Verbrauchsmaterial. Ne, warte mal, das ist die Refinery. Ist das hier die Werbe? Ah, Verbrauchsmaterial. Und dann wählen Sie Verbrauch oder Ersatzwand herstellen. Ah, okay. Fehlender Gegenstand. Habe ich das jetzt bekommen? Ja, ich habe Ersatzwände. Warte. Aber wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? Geht bald los. Wie mache ich das denn jetzt? Ha, noch 1 Minute. Lass uns schnell zum U-Boot. Schnell. Kommst du? Ja. Schnell zum U-Boot. Hoffentlich macht der dann nicht die Luken zu hier. Wir haben noch 1 Minute. Schnell. Ha, warte, hier ist noch Kohle. Geht das Drillship jetzt kaputt? Nee, ich glaube nicht. Das bleibt. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch nicht geschafft. Beim ersten Mal. Zur Not müssen wir halt ein neues machen. Wenn es kaputt geht. Ja. Ich will es noch sehen, den Anfang. Kann man eigentlich die Tür? Nee, die kann man ja nicht zumachen. Ich will den Vulkanausbruch nochmal schnell sehen, wie er anfängt. Und dann kann ich mich gleich nochmal heilen. Warte. Ach ja, stimmt. Das waren die Heilwürstchen. Ich erinnere mich. Da kommt die Eruption. In 15 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Die Tür geht zu, was? Echt? Oh! Da kommt sie. Oh, ich glaube, ich gehe mal lieber runter. Ich geh lieber runter.
Mach mal die Luke zu. Alter Schwede, okay. Okay. Vulkanausbruch vorüber. Vulkanausbruch vorüber. Es ist sicher, das U-Boot zu verlassen. Sprich mit dem Captain. Sprech mal mit ihm. Ah, okay. Drillship-Kern bauen. Wir müssen das wohl reparieren, bevor der Vulkanausbruch kommt. Also müssen wir das jetzt normal machen. Warte mal. Haben wir noch alle Ressourcen? Wir hatten doch zwei von den Dingern da. Na klar. Oder? Kriegst du noch eins? Ja, ich pack's in die Kiste, warte. Da ist es. Bitteschön. Sehr gut, perfekt. Deswegen kriegt man vielleicht auch zwei, falls man es nicht schafft. Jetzt haben wir ja 24 Minuten Zeit. Und die Reparatur. Die Ersatzwände haben wir jetzt ja auch schon. Genau. Drillship-Kern. Gegenstand nehmen. So, jetzt weiß ich auch wieder, wie das hier mit dem Inventar funktioniert und so. Jetzt ist es nicht mehr so. Sprich mit dem Captain, genau. Genau, Drillship beanspruchen. Ich gehe es schon mal beanspruchen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Achso. Sehr gut. Aber du musst es ja eh beanspruchen. Oh Gott, ich dachte mir, ich sammle schon mal Kohle. Wie das jetzt hier aussieht, ey, das ist so krass. Das finde ich ist eigentlich eine ziemlich coole Idee und da frage ich mich auch echt, warum das nicht noch schon mehr Spiele mal gemacht haben irgendwie. Das oh, du hast es nicht mehr gesehen, oder? Was habe ich gesehen? Das alte Drillship war noch da. Und dann ist gerade das Drillship in das Drillship gefahren. Oho. Das ist ein Drillship im Drillship. Drillshipception. Shipchen. Cannot deploy module. Achso. Hä, wieso? Ich muss doch die Tür aufmachen können, oder mal. Moment, komme ich von der anderen Seite rein? Oh, da ist schon einer, der uns angreifen will. Der steht einfach nur rum bei mir. Ja, bei mir auch. Macht gar nichts irgendwie, komisch. Ah, hier komme ich rein. Okay, also wie war das jetzt? Betritt das Drillship. Kernschacht ist das abgerundete Objekt. Aha. Genau, ich nehme einfach nochmal alles, genau. Und dann mit dem Captain. Ne, Moment. Wie war das jetzt wieder? Hier oben muss ich das claimen. Ja. Genau. Sprich mit dem Captain jetzt, genau. Annehmen. So, jetzt. Wer schießt denn hier? Weiß ich nicht. Irgendwer schießt hier. Aber von wo? Von innen irgendwie. Ah, der ist hier oben! Der steht hier oben drin! Drehschiff. Was denn? Weiß ich nicht, keine Ahnung, der stand da oben. Okay. Sag's. Also was jetzt nochmal? Moment. Legen Sie Kohle in den Frachtraum. Ah ja, da, die, ich habe schon gesammelt. Frachtraum. Kohle, so. Genau. Equip Schraubenschlüssel. Durchbrochene, ach, mit dem Schraubenschlüssel ging das. Ah. Okay, naja, die Lernkurve wird wieder sehr steil. Ich habe es wirklich über ein Jahr nicht mehr gespielt. Es tut mir echt leid. So, jetzt hat. Oh Mann, ist oben noch kaputt? Ja, eigentlich? Oben auch. Und, wo da? Hier oben. Mal über uns? Die Platten, genau. Ah, Tutorial abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben das Tutorial abgeschlossen. Jetzt sind Sie alleine und erfahren, was mit der Insel passiert. Sie müssen das Drillship verbessern, um andere Bereiche zu erreichen. Der Kapitän bietet zusätzliche Tutorial-Aufgaben an. Wenn Sie nicht weiter wissen, kontaktieren Sie ihn über das Funkgerät. Ah, okay, da bin ich mal gespannt. Genau, jetzt haben wir hier oben die Map erstmal. Da sehen wir schon mal die Locations. Und da kann man dann auch festlegen, wo man dann hinreisen will, glaube ich, als nächstes. Irgendwie so ähnlich war das. Und dann haben wir hier die Kernplätze. Hier ist nochmal ein Frachtraum. Genau, und in die Wände steht jetzt der Bot in der Ecke. Herrlich. Genau, in den Wänden kann man dann irgendwie noch die weiteren Module einbauen. Und man kann das auch verlängern, das Chip. Ich weiß gar nicht mehr, wo ging das eigentlich mit dem Verlängern? Huch. Warte mal. Komponenten. Waren das Komponenten? Nee, warte mal. Module, genau. Geschütztormodul. Das können wir eigentlich mal machen. 5 Kupferplatten, 2 Kupferrohre, 2 Copper Gun Components. Kupferplatten und Kupferrohre. Warte schon mal. Das wäre ja dann hier dran, ne? Äh.
Nee, das ist die Refinery. Moment, wo mache ich denn die Platten und sowas? Oh Mann. Moment. Ah, hier, genau. Kupferplatten. 2, 3, 4, 5. Dann die Gun Components. Wie viel brauche ich jetzt nochmal dafür? Warte mal. 5 Platten. 2 Rohre, 2 Gun Components. Okay, warte. Dann mach das mal weniger. Genau. Also brauche ich jetzt nochmal Kupfer, was ich hier herstellen muss. Also Kupferbarren. Und ich habe keine Kohle, genau. Das alte Problem. Keine Kohle. Ich nehme mal hier aus dem Drillship, nehme ich mal ein bisschen was raus. Wa? Huss. Wir werden angegriffen. Huch. Was hat er jetzt gemacht? Was hat er irgendwas gemacht? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Habe ich schon wieder keine Kohle mehr? Ah, Kupfererz fehlt jetzt wieder. Ach so, die Kohle, die ist quasi das... Stimmt, das ist Steampunk, genau. Das heißt, die Kohle muss im Frachtraum vorne drin sein, sonst können wir das Drillship, glaube ich, gar nicht benutzen, tatsächlich. Wo bist du gerade? Oben. Oben? Ach so, im Drillship. Ah ja, da, stimmt. Der Name ist wahnsinnig klein. Ich will mal gerade schauen, ob ich das UI ein bisschen größer kriege. Gibt es ein UI-Scale? Hat Größe. Ja, warte mal, machen wir es hat ein bisschen größer. Vielleicht ist dann der Name besser. Ich gerade mal unser Schiff. Besser zu lesen. Nee, dein Scheiße, der Name bleibt gleich groß. Das skaliert nicht mit. Ungünstig. Dann kann ich doch kleiner machen, sonst ist es zu viel Platz im Bild. Okay. Also Moment mal, jetzt brauche ich Kohle und Kupfer wieder. Ich habe keine Pistole mehr. Ich habe, glaube ich, meine Pistole weggelegt. Moment. In irgendeinem Frachtraum liegt meine... Nein! Ja, du hast ja alles in eine Kiste geworfen. Welche Kiste? In die rote. Ah, ach da! Jetzt habe ich ja wieder Kupfer. Der Wahnsinn! Okay, Sekunde. Okay, das hier unten ist jetzt die Werkbank. Was stellst du da gerade her? Da stelle ich gerade... Ich versuche gerade ein Modul für unseren... für unser Drillship zu machen, und zwar ein Turret. Ein Auto-Turret. Der dann die Gegner automatisch abschießt. Oh, wir können dieses Research-Worktable und Schränke und so, können wir alles selber craften, wenn wir wollen. Ah, das geschützte Modul Stufe 1? Genau, das will ich mal hinten dran bauen. Mal gucken, ob wir dann uns besser verteidigen können. Wie machen wir unser Drillship größer? Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt's, glaube ich, Erweiterungskomponenten irgendwie. Hier gibt es Kernstufe 1. Genau, die Kernstufe. Genau, wir müssen die Kernstufe upgraden irgendwie. So ähnlich war das. Dafür brauchen wir eine Intel-Produktionsstufe 1 und einmal Kupferbarren. Okay, Intel-Produktionsstufe 1 müsste eigentlich da auch an der Werkbank gehen. Glaube ich. Module. Ansonsten können wir auch noch mal den Captain nach einer Quest fragen. Wir haben eine, die kannst du, glaube ich, annehmen. Ja, das ist die nächste Quest, lol. Geschütztürme bauen. Sehr gut. Perfekt. Okay, Schwarzpulver produzieren. Das kann ich ja mal hier drüben mal probieren. 1 und 2, genau. Das, was du da hast. Copper Bullet Casings herstellen. Munition. Komponenten. Ah, hier. Copper Bullet Casing. 2 Stück. Pick up Black Powder from Worktable. Walk to Worktable. Ach ja, das ist sehr irritierend, dass man die Gegenstände noch mit einem Extra-Knopf nehmen muss irgendwie. Das ist sehr verwirrend. Öffnen Sie das Menü der Werkbank. Wählen Sie Tab Munition. Wählen Sie Geschützturm-Munition, genau. Bam, haben wir. Ach, zweimal. Wählen Sie den Tab Module, Geschützturm Stufe 1. Haben wir. Und den kann ich da jetzt einfach installieren oder wurde der automatisch installiert? Equip Schraubenschlüssel. Und genau, Geschützturm. Ach ja, den muss ich an die Seiten bauen. So war das. Ich baue den mal.
den Geschützturm hier auf die linke Seite, wo unsere Tür ist vielleicht. Oder nee, warte, wir bauen den auf die Seite, wo keine Tür ist. Weil wenn nämlich von der anderen Seite Gegner kommen, dann kann der Geschützturm die nämlich direkt platt machen. Genau. Geschützturm niedrig. Achso, Munition. Was braucht ihr denn für Munition? Die ich gerade gecraftet habe, diese Geschützturm-Munition, die so aussieht wie so ein MG-Munition, in so einem Kasten ist die drin. Aber die müsste doch eigentlich, warte mal. Wie kann ich dem denn Munition geben? Warte mal, Turret draws ammo from drillship cargo. Ach so. Click the menu button, place the ammo into online tab window. Was? Oh, nein, das war falsch. Moment. Was ist das? Das Telefon klingelt, glaube ich. Ist abgeschlossen. Habe ich es geschafft, ja? Mhm. Okay, also offensichtlich, das hier, der Frachtraum in der Mitte, wenn man da was reinpackt, dann ziehen sie sich da das einfach raus. Die, okay. Die Maschinen. Die erste Fahrt. Jetzt, da das Drillship in bestem Zustand ist, können wir uns an einen anderen Ort bewegen. Verwenden Sie das Bedienfeld und fahren Sie zum benachbarten Landeplatz. Jedes Mal, wenn Sie irgendwohin reisen, tun Sie es genauso wie jetzt. Wenn das Drillship über die erforderlichen Upgrades verfügt, gelangen Sie zum neuen Standort. Stellen Sie nur sicher, dass es nicht durch ein aufgetauchtes COG Drillship blockiert wird. Ah ja, stimmt, die Gegner haben auch Drillships. In diesem Fall wählen Sie eine andere Stelle. Genau, und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir, wenn der Vulkan ausbricht, eingegraben sind. Das war das andere Ding. So, was? Wie war das? Order the drillship to go underground, pull the down lever to the boiler. Wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen Rohstoffe sammeln in den 13 Minuten? Hab ich gerade. Ach so. Vielleicht noch ein bisschen mehr? Okay. Wir brauchen erfahrungsgemäß recht viel, auch vor allem für Munition und so. Das heißt, wir sammeln jetzt einfach noch mal ein bisschen. Vielleicht können wir auch direkt noch einen zweiten Turret auf die andere Seite packen. Wäre vielleicht noch gar nicht so schlecht. Weil wir haben ja noch 13 Minuten. Wenn wir uns jetzt eingraben... Hm. Liegt da eine Kiste? Ah ne, das ist ein Flock. Genau, wenn dann der Vulkan ausbricht, graben wir uns dann einfach erstmal ein. Und dann gucken wir mal... wo wir dann uns ausgraben. Ich habe gar keine Ressourcen mehr. Ich muss auch gerade sagen, ich habe jetzt gerade noch mal Scrap Metal gefunden, aber... Ah, hier ist Kohle. Ich habe Kohle gefunden. Kohle ist ganz wichtig für unser Drillship. Ohne Kohle läuft dann nämlich nichts. Da hinten ist ein Gebäude. Ich würde gerne nochmal Kupfer finden. Kupfer ist echt... Ich habe Kupfer. Echt? Du hast Kupfer? Ganz perfekt. Viel. Sehr gut. Also ich habe irgendwie nur Kupfer gefunden, aber... Okay, ja gut. Ich habe dann jetzt die Kohle gefunden. Da hinten, was ist denn das? Das ist doch auch ein Ressourcenknubbel. Warte mal. Es gab, glaube ich, auch noch Uran. Irgendwie. Irgendwas Glühendes gab es noch. Ah, hier war... Moment mal. Ist das hier nachgespawnt? Ja, haha! Das Kernteil ist nachgespawnt, lol. Sehr gut. Ich weiß jetzt praktisch. Nicht. Nimm's gleich mit. Ich hab's aber hinter war noch eins, genau, richtig. Genau, ich habe das jetzt einfach mal genommen. Warum höre ich hier gerade eine Zündung? Ich habe hier gerade irgendwas gehört, was plötzlich gestartet. Oh, Bots! Ach ja, genau. Wenn du gerade noch im Drillship bist, schau doch mal spaßenshalber... Nee, ich bin Ressourcensammler. Ja, okay. Wenn du wieder im Drillship bist, schau doch vielleicht mal spaßenshalber, wie wir Pistolenmunition herstellen können. Bis jetzt habe ich die immer aus den Bots gelootet. Ja, aber falls wir mal das vergessen... Oh, ich habe einen Konverter. Achso, ich habe übrigens... Ich habe seltene Komponente, kann verwendet werden zum Bau der Standardforschungsgerätschaft. Krass. Was hast du? Achso, davon habe ich auch schon ein paar. Ich habe, bevor wir aus dem U-Boot raus sind, das noch gelootet und die Kisten alle leer gemacht. Ah, sehr gut. Das stimmt, da war auch Zeug drin. Ah, Lava ist heiß. Mhm. Sollte mal nicht ranlaufen. Ja, den Versuch war es wert.
Wir werden dann uns ja auch noch eingraben, ne? Gibt's Fallschaden? Ja. Ja? Nee? Ich glaube schon. Oh oh. Da kommst du schon angerannt. Ich bin beim Drillship. Ja, ich nicht. Wo bist du? Warte. Kann ich deinen Namen sehen? Bin weit weg. Uiuiui. Oh, das ist mehr als einer. Das ist schlecht. In welche Richtung bist du gelaufen? Alles gut, ich hab sie. Okay. Looten. Gebt mir eure Köpfe, gebt mir eure Konverter. Gebt mir eure Köpfe. Gebt mir eure Köpfe, jawoll. Und ich habe 4 Konverter und 2 Köpfe, womit wir seltene Sachen machen können. Nice. Seltene Köpfe. Das gefällt mir. Wenn ich jetzt so wüsste, wo das Drillship ist. Das müsste aber markiert sein eigentlich. Die Quest ist markiert, das reicht glaube ich auch. Boah, da sind auch noch welche. Da will ich nicht angehen. So, ich werde jetzt nochmal ein bisschen Turret-Munition herstellen. Genau. Die packe ich jetzt ihm hier einfach noch in den Inventarplatz rein. Denn ich glaube, ein Stack, das ist quasi so gut wie nichts eigentlich. Und die Kohle packe ich jetzt auch noch rein, die ich habe. Und dann können wir ja mal schauen, wenn wir jetzt die... Ah, Werkzeuge und Waffen. Okay, da kann man Medkits herstellen. Sehr gut. Strukturen. Leitern gehen auch. Man kann Betten bauen. Betten sind, glaube ich, neu. Die gab es damals nicht, wo ich das gespielt habe. Lampen kann man bauen. Upgrades. Genau, hier. Kernstufe. Intel-Produktionsstufe 1. Hatte ich das nicht gerade mitgenommen? Oder muss ich das ins Inventar von dem Drillship legen, damit ich den Kern upgraden kann? Warte mal. Hier, warte mal. Zerstörtes Produktionsmodul Stufe 1. Das müsste es doch sein, oder nicht? Intel-Produktionsstufe 1. Was ist denn Intel-Produktionsstufe 1? Wo mache ich das? Nochmal. Ob er gesehen hat, dass er neben dem Geschützturm Ammo auch... Dass neben der Geschützturm Ammo auch die normale Ammo ist. Nee, das hat er nicht gesehen tatsächlich. Oh aber shit, oh shit. Aber ja, oh, das sind viele, das sind viele. Das sind ganz viele. Es ist richtig, man kann in der Werkbank auch die normale Munition herstellen. Komm zum Dropship, dann kann ich dir helfen. Schaff das. Nicht sterben jetzt. Sterben. Ah. Ah, warte mal, Research. Kupferschrauben und Kupferplatten. Kann ich das zufällig machen? Kupferplatten. Kupferschrauben. Hier, warte, Equipment. Ich habe ein Research Worktable gebaut. Der Wahnsinn. Aber wo baue ich den jetzt rein, oder mal? Es wird langsam etwas eng hier. Au! Ey, auf damit. Ach, wir haben ja schon einen. Ich habe es unnötig gebaut. Es tut mir leid. Moment. Intel Produktionsstufe 1. Aber was denn jetzt genau? Warte mal, das ist... ein bisschen undurchsichtig hier. Warte mal, wir brauchen für das Upgrade Intel Produktionsstufe 1, aber welche? Welche von denen hier oben? Sollen wir doch auf Englisch stellen. Intel Produktionsstufe Baumeisterkopf, Pumpe, zerstörtes Produktionsmodul Stufe 1. Ich glaube, ja, ich glaube, Englisch ist besser, oder? Ich glaube sogar, das Problem hatte ich damals auch. I shit you not. Und an der Stelle ist diese Folge Volkanoids im Koop mit Ari auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob wir das hier weiterspielen sollen oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne ein Abo da lassen, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und die Benachrichtigung aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Volkanoids, sondern auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und ihr könnt auch gerne mal hier in die komplette Playlist zu Volkanoids reinschauen. Und euch auch schon die ersten Durchläufe ansehen, die ich gemacht habe. Und dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Volkanoids. Bis dann, ciao, ciao.